Galičnik, ein Bergdorf in Nordmazedonien. Eines der größten und ältesten Dörfer der Region. Es ist berühmt für die schöne Landschaft, die grünen Weiden und die traditionellen Häuser, die malerisch an den Hängen des Bistra-Gebirges liegen. Was hier aber fehlt? Menschen. Denn das Dorf hat nur noch 3 Einwohner. Es gibt keinen Supermarkt oder Arzt und nicht mal die Post kommt hierher. Es ist vom Leben abgeschnitten. Trotzdem passiert hier einmal im Jahr das. Menschenmassen tummeln sich auf den Straßen des Dorfs. Sie feiern, trinken, singen. Aber was bringt all diese Menschen an diesen verlassenen Ort? Natürlich die Liebe. Denn einmal im Jahr kommen ca. 4000 Menschen hierher, um die Galička Svatba zu feiern. Eine traditionelle Hochzeit. Jeden Sommer erweckt die Liebe also das Dorf wieder zum Leben. Den Unterschied spürt insbesondere Gordana. Die 52-Jährige ist eine der letzten Einwohnerinnen und führt mit ihrer Mutter Borka das Restaurant Baba i Dede, zu Deutsch Oma und Opa. Im Winter ist es ziemlich ruhig. Wenn es wärmer wird, verirrt sich mein Wanderer ins Dorf. Aber einmal im Sommer, da geht die Post ab. Dann ist es so voll, dass ich kaum Zeit habe, nachzudenken. Warum die Menschen gegangen sind, weiß Borka. Sie kommt in den 60er Jahren nach Galičnik, um ihren heutigen Ehemann Pavle zu heiraten. Damals war es ein lebendiger Ort. Doch es gibt keine Arbeit. Sie wandern aus nach Deutschland. Das Heimweh zieht sie aber zurück nach Mazedonien. Hier erwartet sie allerdings Einsamkeit. Seit den 70er Jahren sind alle weggezogen. Wegen des Wegs. Es gibt keinen Weg ins Dorf während des Winters. 6 Monate lang, komplett abgeschnitten von der Welt. Das geht nicht. Bei all den alten Menschen, den Kindern, wir hatten nicht mal einen Arzt. Also sind alle gegangen. Warum alle gegangen sind, erfahren wir durch einen Blick ins frühe 20. Jahrhundert. Damals wohnen etwa 5000 Menschen hier. Sie leben von der Viehzucht und dem Schafhandel. Die Miaks, eine ethnografische Gruppe von Mazedoniern, sind insbesondere in der Herstellung von Fleisch, Käse und Wollprodukten tätig. Viele der Familien machen damit ein Vermögen. Doch der Zweite Weltkrieg führt zur Auswanderung und Militarisierung. Außerdem ist kein Geld für Investitionen in das Dorf da. Das Ergebnis? Die Region ist wirtschaftlich rückständig. Die Arbeit reicht nicht für alle. Und zahlreiche junge Männer gehen als Gastarbeiter nach Mitteleuropa. Die Verwandtschaft folgt den Familienoberhäuptern. Und in Galičnik wird es ruhig. Doch Borka gibt das Dorf nicht auf. Wir hatten die Hoffnung, hier zu bleiben und das Dorf wieder zu beleben. Nun, wir tun, was wir können. Und das funktioniert. Ehemalige Dorfbewohner und Touristen aus der ganzen Welt strömen nach Galičnik, um bei dem Spektakel dabei zu sein. Alle wollen die jahrhundertealten Traditionen und Bräuche Mazedoniens gemeinsam feiern, für die insbesondere Galičnik berühmt ist. So auch die beiden Niederländer Theresa und Jorun. Die Kultur in den Niederlanden ist ein wenig verschwunden. Ich weiß nicht, inwieweit. Doch hier sieht man ihre Kultur überall. Selbst die kleinen Kinder tanzen Folklore. Wir haben das nicht wirklich in den Niederlanden. Dort gehst du heiraten, hast eine Party und das war's. Es ist bei uns viel kleiner als hier. Uns gefällt es hier. Es ist sehr besonders. Das ist es auch für das Brautpaar. Denn es ist eine Ehre, in Galičnik zu heiraten. In einem Wettbewerb gewinnt jedes Jahr nur ein Paar. Dieses Jahr haben es Juko und Elena geschafft. Traditionell dauerte eine Hochzeit 5 Tage. Heute ist es ein 2-tägiges Event, um den 12. Juli herum, den Tag des Schutzpatrons Petrovden. Jukos Familie stammt ursprünglich aus dem Dorf. Deswegen geht heute für die beiden ein Traum in Erfüllung. Ich fühle mich wundervoll. Es ist nicht in Worte zu fassen. Ich kann kaum sprechen, so glücklich bin ich. Während der 2 Tage müssen Elena und Joko 30 Rituale erfüllen. Bei denen macht wirklich jeder mit. Alle Einheimischen tragen die traditionellen Gewänder aus Wolle,
Sie singen und musizieren zusammen und tanzen bekannte Volkstänze wie den Tischkoto. Er symbolisiert das Leid, das der Region in der Vergangenheit widerfahren ist. Gemeinsam erhalten sie damit das Erbe Galiciniks und sorgen dafür, dass die berühmten Bräuche und Traditionen erhalten bleiben. So gerät die Einsamkeit der Region, zumindest für einen kurzen Moment, in Vergessenheit.